In Duisburg leben rund 50.000 Menschen mit einer Behinderung. Doch wie funktioniert Inklusion bei uns in der Stadt Duisburg eigentlich? Und welche Maßnahmen werden als Aufklärungsangebote in Angriff genommen? Darum geht es jetzt auch in unserem nachfolgenden Beitrag. Kinder, die gemeinsam Fußball spielen. Keiner denkt bei diesem Bild, dass hier sowohl Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben. Sie unterstützen sich gegenseitig. Die Behinderung spielt keine Rolle. Sport bietet eine gute Basis zur Inklusion. Rainer Bischof, Landtagsabgeordneter von der SPD, findet die Arbeit der Vereine vorbildlich. Also die Kinder mit Behinderung sind hier in einem ganz normalen Verein integriert, werden hier trainiert. Und das ist ein tolles Zeichen, finde ich, weil das ein Beispiel ist für die gesamte Gesellschaft. Wir vergessen ja oft, dass das so, sag ich mal pathetisch, Helden des Alltages, dass die hier so ganz am Wald beheimatet sind und dass sie das machen, was wir eigentlich von der ganzen Gesellschaft wünschen, dass die nämlich mit Behinderung ganz normal umgehen. Und das kann auch am Arbeitsplatz funktionieren. Viele Unternehmen integrieren Menschen mit Behinderung oder setzen ganz auf sie, wie zum Beispiel die Stiftung Lebenshilfe mit ihren Werkstätten oder das Projekt Der kleine Prinz. Das Lokal in der Innenstadt beschäftigt ausschließlich Arbeitskräfte mit Handicap. Etwa 50.000 Menschen in Duisburg haben eine schwere Behinderung. Durch verbesserte Lebensbedingungen und neuen medizinischen Behandlungsmethoden erreichen sie ein immer höheres Lebensalter. Häufig erkranken Menschen mit Behinderung an Demenz und das stellt sie selbst und die Angehörigen vor eine große Herausforderung. Ja, und wir wollen ganz gerne bei diesem Thema noch ein bisschen bleiben und dazu begrüße ich heute Abend an meiner Seite Wilhelm Oesterschmidt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Oesterschmidt, Sie nahmen gestern Abend an einem sogenannten runden Tisch teil, der aber einen ganz besonderen Hintergrund hat. Welchen denn? Ja, es ist so, dass wir im Duisburger Raum viele runde Tische haben, die sich mit dem Thema Demenz beschäftigen. Und die evangelische Altenhilfe, für die ich tätig bin, hat im Verbund mit der Amalie Sieveking, das ist zusammen ein Konzern, initiiert, dass wir einen runden Tisch gründen, der die Menschen mit Demenz und auch die Menschen mit Behinderung und die Menschen mit Behinderung, wo vielleicht später eine Demenz dazukommt, zusammenführt. So dass Angehörige, Betroffene, auch Fachleute und Pflegende die Möglichkeit haben und das Interesse natürlich mitbringen müssen, an so einem Forum teilzunehmen. Und da hatten wir gestern quasi den Kick-off, den ersten Start. Und das war trotz hoher Temperaturen im Außenbereich eine richtig gute Sache. Und der Referent an dieser Stelle, Herr Schützendorf, Erich, der eigentlich in Deutschland auch recht bekannt ist, hat auf seine Art und Weise Besonderheiten von Verhaltensweisen und Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen, herübergebracht, sodass er alle in seinen Bann gezogen hat. Und das ist richtig gut gelaufen. Also für das erste Mal bei diesen heißen Temperaturen war das klasse. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Die evangelische Altenhilfe möchte das gerne mit der Amalie Sieveking Gesellschaft nachhaltig so in Szene setzen, dass wir im Verlauf eines Jahres über 3-4 Termine immer mal wieder etwas aufgreifen. Und wir würden uns auch wünschen, vielleicht auch für die Zuschauer ganz interessant, dass besondere Bedarfe oder Fragen oder Themen, die man angesprochen haben möchte, bei uns eingereicht werden oder über mich, über Telefon, E-Mail, wie auch immer, sodass wir das aufgreifen können. Das heißt, wir wollen den Menschen da begegnen und sie da abholen, wo sie stehen, auch mit ihren Bedarfen, die sie haben. Natürlich haben wir Fantasien, weil wir aus der Fachlichkeit kommen und stellen uns vor, was interessant ist, dass das gestern super funktioniert. Mhm. Wir können auch so weitermachen, aber wenn wir Vorschläge bekommen, wäre es natürlich klasse. Die Amalie Sieveking Gesellschaft kümmert sich eigentlich ausschließlich fokussiert um Menschen mit Behinderung. Und die evangelische Altenhilfe ist die Sparte, die sich um pflegebedürftige ältere Menschen kümmert. Also das, was man sich klassisch unter einem alten Heimbewohner vorstellt oder einer stationären Einrichtung. Heime gibt es ja eigentlich gar nicht so mehr. Älter geworden, multimorbide und hilfebedürftig. Und dann muss eine gewisse Pflege erfolgen. Jetzt kommen die Menschen mit Behinderung aus der Eingliederungshilfe, werden älter, häufig auch bei den Eltern noch, oder aus irgendwelchen Wohnformen, die dezentral angesiedelt sind. Und irgendwann, wenn sie älter werden, kippt das Ganze und sie haben auch einen Pflegebedarf und dann kommen sie in die Pflegeversicherungsthematik.
Jetzt haben Sie eben ja 4 Termine angesprochen, die im Laufe des Jahres jetzt dann auch erfolgen sollen. Hat man denn da schon so Oberthemen, unter denen diese Termine laufen sollen? Gibt es da schon konkrete Ansätze? Die Termine sind festgelegt, die kann man also auf unserer Internetseite sehen. Wir machen dann natürlich auch über Presse entsprechende Reklame. Der nächste ist, glaube ich, im September in jedem Fall, ich glaube der 4. Und die Themen, die wir anreißen, da wollen wir immer aktuell am Zeitgeist natürlich in Verbindung mit dem, was die Amalie Sieveking uns bringt für das Thema Menschen mit Behinderung, genauso wie für die evangelische Altenhilfe, die Menschen so erreichen, dass wir das nicht im Vorhinein alles einfach festlegen wollten. Jetzt haben Sie ja eben gesagt, dass die Resonanz bei dem ersten runden Tisch ziemlich gut gewesen ist und dass auch viele Menschen anwesend waren. Was haben Sie denn konkret vor Ort für Resonanz bekommen, so im persönlichen Gespräch? Also der Herr Schützendorf hat ja seinen Vortrag gehalten, also eine Information gegeben, unter der Möglichkeit natürlich zwischendurch auch Fragen zu stellen und so. Im Anschluss haben wir dann miteinander eine rege Diskussion geführt. Schön. Und ich konnte feststellen, ich bin jetzt auch Jahrzehnte schon in der Altenhilfe stationär tätig, bei der evangelischen Altenhilfe, dass sich über die Jahrzehnte schon einiges sehr positiv verändert hat, was in seinen Anfängen, weil er macht das ja schon 40 Jahre, noch anders war. Was zum Beispiel? Zum Beispiel, dass mehr darauf eingegangen wird, warum jetzt jemand sich wie verhält. Also sein Vortrag konnte man an einer Symbolik festmachen, die da sagte, es gibt, der hieß Anderland, ja? Mhm. Es gibt die Normalia, das sind Sie und ich, ja? Mhm. Wir haben eine normale Funktionsleistung des Gehirns und verhalten uns normenkonform. So. Und dann gibt es die Anderländer. Anderländer kann man werden, indem man über die Geburt, über einen Geburtsfehler, über einen Sauerstoffverlust oder über eine genetische Geschichte behindert auf die Welt kommt oder während dieser Zeit eine frühkindliche Behinderung bekommt. Mhm. Sie haben also nie die Gelegenheit, die Höhe der geistigen Möglichkeit zu erreichen und sind von Anfang an darauf angewiesen, dass man sie begleitet, was in der Regel dann die Eltern tun. Ja. Und natürlich wird es auch schwierig, so ein Kind dann irgendwann loszulassen. Aber wir müssen alle irgendwann gehen. Auch ein Thema, was nicht nur Menschen mit Behinderungen betrifft, sondern uns alle. Mhm. Und da muss man sich natürlich dann zu gegebener Zeit auch Gedanken machen. Wenn ein Anderländer hier sitzen würde, wenn ich jetzt der Anderländer wäre und in meiner Nase würde es jucken, dann wäre mir das völlig egal, ob ich gerade im Fernsehen bin, dann würde ich den Finger da reinstecken und anfangen zu bohren. Mhm. So, das ist ein nicht normkonformes Verhalten. Wir wissen, das tut man nicht und schon gar nicht im Fernsehen. Ja. Und dem Anderländer wäre das völlig egal. Mittlerweile ist in der Pflegelandschaft angekommen, dass man sich wohlfühlen kann, auch in diesem Anderland, auch mit anderen Verhaltensweisen. Das wird akzeptiert, das muss akzeptiert werden, respektiert werden. Und wir versuchen, die Menschen in dieser Richtung, also insbesondere auch gerontopsychiatrisch veränderte Menschen in ihrem So-Sein so zu begreifen und sie auch so zu begleiten, dass sie sich in diesem Anderland wohlfühlen können. Das war so der Konsens dieses Vortrags und das hat er sehr schön gebracht. Haben Sie denn den Eindruck, dass in unserer Stadt, ich hatte es eben schon in der Anmoderation so ein bisschen angedeutet, inwieweit funktioniert Inklusion hier bei uns in der Stadt Duisburg? Sind Sie da zufrieden? Wie die Stadt Duisburg, also welche Angebote die Stadt auch für Menschen unter anderem mit Behinderung darbietet? Also wenn ich jetzt da differenziert mir ein Urteil bilden würde, wäre das nicht in Ordnung, weil ich kenne nicht alle Angebote der Stadt Duisburg. Aber was mir auffällt, was mir gestern aufgefallen ist, ich habe dann in der Diskussion zum Schluss dieses Vortrags gesagt, dass wir uns da schon verändert haben, dass die Akzeptanz in der Pflegelandschaft für besondere Verhaltensweisen bei der evangelischen Altenhilfe, für die ich jetzt spreche, kann ich es nur beurteilen, da bin ich sehr lange tätig, wesentlich höher ist, wie sie es früher mal war und gestiegen ist und die Leute sich in ihrem So-Sein dann auch wohlfühlen dürfen. Ja. Worauf jemand anderes aus der Amalie Sieveking Gesellschaft, die sich mehr um Menschen mit Behinderungen kümmert, gesagt hat, ja, aber du sprichst jetzt von in der Einrichtung. Und genau das war das Thema. Draußen ist das anders. Es werden häufig die Holländer gerne als Beispiel genommen, da will ich jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich bin da häufig in Urlaub, ne? Und ich sehe dann
ohne Probleme irgendwelche Rollstuhlfahrer oder Menschen, die komisch aussehen oder wo auch ein bisschen Speichel aus dem Mund läuft, die sind überall vertreten, die sind überall mit dabei. Da guckt kein Mensch hin. Das ist normal. Da habe ich das Gefühl, dass das bei uns in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist. Und das würde ich mir wünschen. Weil letztendlich ist eins dieser Zitate in der Einladung für den runden Tisch Anders uns sein von dem Ernst Klee, dass wir den mutmaßlich normalen, nicht behinderten, normal ist ein schlechtes Wort, aber den mutmaßlich nicht behinderten Menschen rüberbringen müssen, dass ihre Unfähigkeit, ihr Unvermögen, Behinderte als Gleiche zu begreifen, die eigene Behinderung darstellt. Mhm. Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch und weiterhin ganz viel Erfolg mit dem runden Tisch. Dankeschön.